So, geht's jetzt? Kerstin André sitzt hier zu meiner Linken. Ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, stammt aus dem Süden von Baden-Württemberg. Ihr Wahlkreis ist Freiburg. Sie gehört zur grünen Postgründergeneration, würde ich mal sagen, Wirtschaftspolitikerin. Und sie arbeitet nicht gegen die Wirtschaft, sondern mit der Wirtschaft am Green New Deal. Das ist die Idee von Versöhnung von Wohlstand und Ökologie. Herzlich willkommen, Kerstin André. So, dann haben wir Jule Nagel, sitzt hier in der Mitte, ist Mitglied des Sächsischen Landtags, kennen Sie sicherlich für die Linkspartei, kommt aus Leipzig-Konnewitz und hat dort in der Südvorstadt das Direktmandat gewonnen, vor der CDU. Sie ist, sagt die Zeit, das Gesicht der linken Szene Leipzigs und die CDU nennt sie Chaos-Jule, aber das nützt ihr nichts. Sie ist trägt, ja. Ich wollte noch sagen, Trägerin des Leipziger Friedenspreises für ihr Engagement gegen Neonazis. Und dann haben wir hier Robert Miesig. Er lebt in Wien, kommt aus Wien, ist Publizist, gilt als Vordenker einer neuen Linken. Das ist jetzt auch ein Zitat. Das ist von der österreichischen Wochenzeitung Die Furche. Und da müssen Sie gar nicht so lachen. Die Furche ist eine durchaus respektable Wochenzeitung, das in Wien zumindest. Jetzt bin ich rausgekommen. War mal revolutionärer Marxist, heute ist er Autor für die Taz. Ja. Und er hat gerade ein Buch veröffentlicht, deshalb ist er auch bei der Buchmesse und wir haben die Gelegenheit, ihn hier zu haben. Das heißt Kapitalismus und ist im Aufbau Verlag erschienen, kostet 16,95 Euro. So, wir werden über drei Dinge heute reden. Das eine ist, sind die Wahlen vom Wochenende und die Folgen. Das zweite ist, was ich mal genannt habe, die hyperventilierende Gesellschaft. Vielleicht hyperventiliert sie ja in Wahrheit auch nicht, sondern ist sozusagen zu Recht in Aufruhr, werden wir drüber sprechen. Und der dritte Teil des Abends ist dann Lösung, also die Frage Lösung, aber wie kriegen wir das hin? Bevor es aber losgeht, muss ich zunächst noch an Jule Nagel die Frage stellen. Sie haben im Moment gerade ein Problem, weil Ihre Immunität aufgehoben wurde. Was bedeutet das genau? Geht es einfach so? Ja, wir haben schon draußen am Tisch darüber gesprochen. Der Hintergrund ist, wir haben ja in Leipzig auch einen Ableger der Pegida-Bewegung, noch rechteren, würde ich mal sagen, Legida. Und im letzten Jahr, die haben im Januar 2015 gestartet mit ihren Aufmärschen und anlässlich des zweiten Aufmarsches, beim ersten waren dann Erwartungen, unerwartet dann doch 5000 Rassisten, sage ich mal, auf der Straße, gab es eine größere Mobilisierung des lokalen Netzwerkes Leipzig im Platz. Da haben verschiedene Akteure geworben, auf die Straße zu gehen, zivilen Ungehorsam zu leisten, unter anderem auch die Kollegin von Ihnen oder von dir, Monika Lazar, grüne Bundestagsabgeordnete, IG Metall-Chef, Pfarrer, Studierende. Und ich bin jetzt eine der Letzten oder die Letzte, die angeklagt wurde, zu Straftaten aufgerufen zu haben, weil ich eben für zivilen Ungehorsam geworben habe. Die Staatsanwaltschaft will mich anklagen und der formale Akt vorher ist, die Immunität aufzuheben durch den Sächsischen Landtag. Das ist am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, SPD, AfD passiert, gegen die Stimmen von Linke und Grüne. Aber man muss ehrlich sagen, es ist ein formaler Akt, was jetzt eigentlich interessant wird, was die Staatsanwaltschaft, wie sie anklagt und wie es dann ausgeht. Okay, wissen wir Bescheid. Kommen zu den Wahlen vom Wochenende, würde ich Frau André gerne fragen. Es gab ja zwei Parteien, die noch nie was gewonnen haben, jetzt ziemlich stark. Das eine ist die AfD, nicht so lustig. Das andere die Grünen in Baden-Württemberg, die da sagen zur Volkspartei geworden sind. Würde mich Ihre Einschätzung zu beiden interessieren. Naja,
Also, dass wir als Grüne über 30% in Baden-Württemberg landen, ist natürlich sensationell. Das hat uns logisch ziemlich gefreut. Das ist ein geiles Ergebnis. Und das fußt natürlich in weiten Teilen auch an der Person von Winfried Kretschmann, dem es einfach gelungen ist, in einer sehr schwierigen Zeit Orientierung zu geben. Und diese, wir sind in einer schwierigen Zeit, ja, ich finde, sie ist wirklich hyperventiliert und so schlimm ist es auch nicht und so ist alles lösbar, aber es ist halt von den Medien sehr gepusht, es ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte und dann einen Politiker zu haben, der einfach über seine ja, da einfach Orientierung gibt und da über seine Überzeugungskraft und über seine Haltung die Leute an sich binden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir schon länger beobachten, dass das Land Baden-Württemberg insgesamt einfach grüner wird. Also es ist, wo sie halt hingehen, ja, ob das bei den Unternehmen ist oder bei den Naturschutzverbänden oder in den Schulen oder am Ende auch auf der Straße. Also da gibt es ein ganz hohes grünes, da ist schon so ein Wert, konservatives, aber sehr bewahrendes, unsere Natur wollen wir erhalten und so. Also dieses ganze grüner Gründungshaltung findet sich da wieder. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das, was wir in der Gesellschaft insgesamt erleben, haben wir das zweite Gesicht, das ist die AfD. Baden-Württemberg war auch immer anfällig für Rechtsnationalisten. Wir hatten 92 im Landtag 12% Republikaner, jetzt haben wir 15% AfD. Und letztlich sind es genau die gleichen Regionen wie 92. Also was wir so inzwischen von den Analysen wissen, sind es eben genau die mit schwierigeren sozialen Umfelden, hoher Arbeitslosigkeit, Zuzugsgenerationen, wo die Integration nicht funktioniert hat und. Also da ist was da, aber in dieser Ambivalenz steckt das Land im Augenblick. Damit, das hat halt zur Folge gehabt, dass CDU massiv verliert und die SPD sich fast marginalisiert an der Stelle. Aber wir haben so im Augenblick eine sehr auseinanderdriftendes Baden-Württemberg. Und das wieder zusammenzuführen, wird bestimmt nicht einfach. Ja, würde Sie, Frau Nagel, fragen, weil Sachsen-Anhalt ist ja gleich hier um die Ecke, die Einschätzung der Bewertung der Wahlen in Sachsen-Anhalt. Naja, was soll man sagen? Ich saß am Wahlabend in meinem Büro, wir haben uns die Wahlen dort angeschaut und natürlich war sozusagen die Befürchtung, dass es schlimm wird, aber was dann passiert ist, war wirklich schlimm. Also ich war auch schockiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das, was passiert ist, auch erwartbar war. Ne? Also wahrscheinlich auch in der Höhe. Man kann immer wieder verweisen, oder das machen wir auch schon lange in den Zusammenhang oder in den Diskussionen über Pegida, dass dieses Milieu oder die Menschen, dass es doch schon einen großen Teil von Menschen gibt, die anfällig sind für sozusagen für Feinddenken, sozusagen für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für Diskurse, die eben noch schwächere, und das sind einfach zurzeit Geflüchtete, sozusagen fokussieren und auch sozusagen die soziale Frage, die natürlich im Osten wahrscheinlich noch Menschen mehr umtreibt als im Westen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aufgrund der historischen Situation tatsächlich ethnisiert wird, sozusagen aufgeladen wird und dass es offensichtlich da eine Anfälligkeit gibt. Und man muss natürlich auch schonungslos sagen, für die Linke kann ich jetzt sprechen, mit 16,7% waren es, glaube ich, am Ende, dass es ein krasser Verlust ist, ne? Also krass hinter den Wahlerwartungen zurückgeblieben ist, was jetzt bestimmt in Nuancen auch an der Wahlkampfführung liegt, aber ich bin da jetzt nicht so nah dran und will mich da auch nicht drüber erheben. Die CDU, es wurde ja immer beschworen, dass die drei Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestärkt oder sozusagen bestätigt aus den Wahlen hervorgegangen sind. Das stimmt ja für die CDU in Sachsen-Anhalt auch nicht in dem Sinne. Die SPD scheint im Osten noch mehr zur Randerscheinung zu werden, das kann man auch sagen. Und wenn man jetzt über die AfD spricht, ist auch sehr auffällig, denke ich, im Vergleich zu Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo sie ja eher so bürgerlich-konservativ aufgetreten ist, mit natürlich Fokus auf der Geflüchtetenfrage oder Flüchtlingsfrage, ist sie in Sachsen-Anhalt beinahe neonazistisch aufgetreten. Also der Spitzenkandidat, das konnte man auch betrachten in Reportagen, kooperiert unverhohlen mit neuen Rechten,
und auch sozusagen der Duktus des Wahlprogrammes, die Themen, die da aufgemacht werden im Hinblick auf die Kulturpolitik, auf Medienpolitik, das ist beängstigend. Das ist sozusagen, also da könnte man, auch wenn ich das sonst nicht sagen würde, schon mal in die Richtung gehen, das extrem rechts- oder neonazistisch angehaucht zu nennen. Das würde ich, wie gesagt, in Bezug auf die Gesamt-AfD noch nicht so sagen, aber in Sachsen-Anhalt sieht es so aus. Da würde ich gleich, Robert, bei dir anschließen, weil wir ja sagen traditionell immer gleich beim Nationalsozialismus oder der NSDAP anschließen. Die Frage aber ist, ob es möglicherweise nicht die FPÖ ein passenderer Vergleich sein könnte. Das würde ja auch diesen Vergleich nicht völlig falsch machen, weil dann müsste man die Frage aufwerfen, welche Traditionsstränge es bei der FPÖ Richtung Nationalsozialismus gibt. Und gerade bei der FPÖ als lang existierende Partei gibt es die ja sozusagen noch viel stärker in der Geschichte zurückreichend. Also sozusagen die wurde ja 1949, wenn ich das richtig im Kopf habe, de facto als Sammelbecken ehemaliger Nationalsozialisten von ehemaligen Nationalsozialisten gegründet. Und hat sich natürlich auch herumgemändelt und verändert in ihrer Geschichte, zuerst sozusagen zu einer beginnend eine deutschnationale Honoratiorenpartei zu sein, dann eine kurze Phase sich ins, ja, fast zu einer linksliberalen Partei gewandelt, also linksliberal, aber sozusagen zumindest ähnlich wie eine Genscher FDP, und gerade deswegen, dann gab es halt diesen innerparteilichen Putsch von Haider, der sozusagen diese Partei dann langsam zu einer rechtspopulistischen Partei modernen europäischen Typs umgebaut hat, unter Anführungszeichen. Die Anführungszeichen setze ich deswegen bei gewissermaßen zum Rollenmodell dieses Rechtspopulismus in Europa geworden ist. Insofern sind die Diskussionen, die wir hier natürlich führen, uns in Österreich extrem bekannt. Sie wissen ja, oder du weißt ja, wir sind ja Experten für den Rechtspopulismus in Österreich. Wir sind halt weniger Experten dafür, wie man ihn wieder loskriegt. Also jedenfalls als Land, als solches. Ich habe natürlich immer ausreichend gute Vorschläge, auf die halt leider niemand hört, was da eben dazu führt, dass wir die FPÖ noch immer haben. Das war jetzt übrigens nicht ernst gemeint, aber sozusagen die österreichische Ironie. Ja, ich habe, aber kleiner mal eine Nachfrage. Also die, wenn man, ich habe mal geguckt im Vergleich, die FPÖ bei 20%, in Dänische Volkspartei bei 21%, die SVP bei 29%, in Polen haben wir 37% und in Ungarn sieht es natürlich noch ganz anders aus. Wobei du bei Österreich Fonds jetzt die ist bei 13,6 gewesen beim letzten Mal. Wobei du in Österreich jetzt die Zahlen der letzten Wahlen genommen hast und nicht die der aktuellen Umfragen. Nicht? Also, wenn ich euch hier deprimieren soll, dann könnte ich die erwähnen. Die FPÖ liegt jetzt schon seit einem Jahr stabil an erster Stelle mit ca. 30%. Und die Sozialdemokraten und ÖVP folgen dann irgendwo bei 24-22%. Die gegenwärtige Große Koalition, also nicht mehr Große Koalition, hätte wahrscheinlich nicht mal mehr eine Mehrheit im Nationalrat, wenn jetzt gewählt würde. Ja, aber meine Frage wäre gewesen, ob wir im Grunde das jetzt etwas nachvollziehen, was eine unangenehme, aber europäische Normalität ist, und man sich das, sagen, wenn wir im eigenen Sud hier irgendwie vor uns hin hyperventilieren, es vielleicht besser wäre, man würde irgendwie an andere Orte gucken und schauen, ob man da was irgendwie draus ableiten kann. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also einerseits würde ich überhaupt niemand raten zu hyperventilieren, weil in gewissem Sinne ist das Betriebsklima, das den Rechtspopulismus groß macht, das Hyperventilieren und diese Panikspirale, diese Panik- und Angstspirale, die Gesellschaften ergreift und sie sozusagen gewissermaßen auch unvernünftig macht. Auf der anderen Seite würde ich nicht unbedingt so sicher sein, dieses mit dem Nachvollziehen. Also bei jedem Einzug einer rechtspopulistischen Partei in mehrere Landtage hat man von dem Nachvollziehen gesprochen und dann ist in Deutschland doch nicht nachvollzogen geworden. Also war Deutschland doch ein Sonderfall immer wieder, was das betrifft. Also ich meine, ich bin da jetzt auch schon ein bisschen ein Zeitzeuge. Also
Sie haben das erwähnt, 92 in Stuttgart, also in Baden-Württemberg. Ich war damals schon Korrespondent für Profil und bin dauernd durch diese Gegenden gefahren. Und da gab es ja immer wieder sozusagen Leute, die kandidiert haben für die Rolle des deutschen Haiders gewissermaßen und zum Teil aus der FDP heraus, zum Teil mit Erfolgen. Die Republikaner, ich weiß nicht, in wie vielen Landtagen die sozusagen zwischen 92 und 94 eingezogen sind, war sicher ein halbes Dutzend. Und dann war der Spuk dann doch irgendwann mal wieder vorbei und genauso kann das natürlich mit der AfD sein. Es ist natürlich, und das muss man auch dazu sagen, extrem schwer in einer entwickelten, also es ist nicht so einfach, in einer entwickelten Demokratie aus dem Nichts heraus eine rechtspopulistische Partei zu gründen. Also insofern sind diese Beispiele FPÖ, Front National, die Parteien mit langer Geschichte und langer auch damit Organisationsaufbau schon sind, nicht so, sozusagen, es ist schon klar, dass die was anderes sind, während neue Parteien es halt immer schwer haben. Ja, weil dann, wenn du eine neue Partei gründest, hast du nicht so richtig eine Struktur, dann ziehst du alle Narren der Republik an. Drei Monate später streiten sich die verschiedenen Fraktionen der Narren und das ist natürlich das, was den Aufstieg dieser Parteien sehr oft auch bremst. Ja, und der Erfolg kann natürlich auch zusammenschweißen, aber es kann natürlich auch, also ich würde einfach auch, ich will nicht sagen, dass es so kommen wird, ich will nur sagen, es kann auch so kommen, wir wissen es nicht, ich würde jetzt sozusagen das einfach offen lassen. Ja. Na gut, die AfD ist ja eine, sagen wir mal, nicht ganz so eindimensionale Angelegenheit, ist ja irgendwie komplizierter, welche Gruppen irgendwie sich da angezogen fühlen, warum die rübergehen, und wir haben jetzt ja natürlich auch, sagen die, der Versuch, diese Partei zu entlarven, scheitert ja regelmäßig. Also ich habe einige im Wahlkampf in Baden-Württemberg gesehen und im Grunde ist das ein, also es gelingt nicht, und die Frage ist für mich, ob das der richtige Ansatz ist. Es bleibt ja nichts, ja. Also Sie sind jetzt im Landtag und werden 15% Abgeordnete, die sitzen dann im Plenum, ja, die werden Anträge stellen. Wenn ich Monika Lazar richtig höre und die eben schon Erfahrungen mit AfDlern im Landtag haben, dann ist es ja eine ziemlich traurige Veranstaltung, also einfach von ihrer parlamentarischen Arbeit her und Kenntnis. Ja. Also das ist nicht der Punkt. Trotzdem, jetzt ist es so, wie es ist, und das Interessante ist ja, dass die AfD gerade an ihrem Programm bastelt. Ja. Und ich glaube, da steckt eine Chance drin. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das mal anzugucken, was da gerade so diskutiert wird. Und wahrscheinlich muss man nicht entlarven, sondern man muss vermutlich so eine Art Schleier der Unwissenheit lüften. Also es gibt Leute, die sagen, wow, die sind gegen die Flüchtlinge, weil die Flüchtlinge nehmen ja die Jobs weg. Und dann kommt diese Neiddebatte und, ja. Und wenn du dir jetzt halt anschaust, was die AfD so vorschlägt, dann sind es schon crazy Geschichten. Also das Arbeitslosengeld zu privatisieren, heißt faktisch das Arbeitslosengeld abzuschaffen. Das heißt nämlich, jeder soll sich mal schön um sich selber kümmern. Ja? Das ist, kann nicht wirklich im Sinne derer sein, die sagen, ich habe Angst um meine soziale Balance. Oder schön finde ich auch, die staatliche Finanzierung des selbstgewählten Lebensmodells alleinerziehend wird abgeschafft. Das ist ziemlich krass. Wenn man sich das zu Ende durchdenkt, ja, also da finden sich ja sowieso ziemlich viele Geschichten von einem sehr eigentümlichen bis extrem rückwärtsgewandten Frauenbild, Familienbild etc. Die Strafmündigkeit ab 12 Jahren, da sind wir auch schon lange drüber weg. Hübsch ist auch, dass CO2 kein Schadstoff ist, weil es sei doch so, je mehr CO2 in der Luft ist, desto besser ist es für das Pflanzenwachstum. Das interessiert mich jetzt als Grüne noch ein bisschen, was so absurd ist. So, also das heißt, man kann diesen Schleier der Unwissenheit auch lüften, und das ist auch Aufgabe, das müssen wir gelingen. Was mir Sorge macht, also jenseits, dass die rassistisch sind und dass das wirklich eine antipluralistische Haltung ist, eine antifeministische Haltung, das ist eine Umfrage, die wir heute bekommen haben, dass fast 90% der AfD-Wähler total politikverdrossen sind. Also so diese Einstellung haben, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Weil die erreiche ich gar nicht mit dieser parlamentarischen und inhaltlichen Auseinandersetzung und denen zu sagen, guck mal, was da im Programm steht, ist doch alles Kokolores und nützt ja nichts. Sondern da steckt dann halt wieder diese Protesthaltung da drin. Und die Politik erreicht mich nicht und die Politik macht nichts für mich. Und deswegen muss ich denen jetzt mal gehörig die Leviten lesen und das Ganze noch am besten in so einer crazy Geschichte und crazy Veranstaltung. Also an dem Punkt muss Politik ansetzen. Ja, dass Politikverdrossenheit, das grassiert wirklich, das erleben wir ja auch, das erleben wir in niedrigen Wahlbeteiligungen, das erleben wir daran, dass
dass Politik Plastiksprache meistens vermittelt und nicht mehr lebensnah ist. Das ist im Übrigen, glaube ich, ein Grund, warum Kretschmann so erfolgreich war, weil er eine Sprache gefunden hat, die die Leute wieder erreicht. Aber an einer Stelle, das ist mein letzter Punkt, also was mich total nervt, ist dieses, wir müssen auch die Ängste ernst nehmen. Das ist so ein bisschen, welche Angst hätten Sie denn heute gern? Ja? Also sorry, so geht es auch nicht. Das Leben ist schwierig und man muss sich wirklich kümmern und die Politik muss sich kümmern. Und wir haben viele, viele soziale Verwerfungen, wo wir ansetzen müssen. Aber Angst und Sorge als Grund dafür zu nehmen, dass man sagt, ich und nicht der andere und dann am Ende bei der AfD landet, das kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Sie können auch gerne klatschen, wenn Sie dazu stimmen. Aber das sind für mich zwei ganz entscheidende Punkte, wo ich auch rumgrüble. Also im Grunde, dass man, die Leute haben das Gefühl, diese blöden Arschlöcher irgendwie haben alles im Kopf, aber mich nicht mehr. Aber wenn ich die Ängste und Sorgen ernst nehme, dann bin ich in Gefahr, dass ich etwas sozusagen potenziere, was ein hanebüchener Unfug ist, und sozusagen den Diskurs nach rechts verschiebe. Also was mache ich jetzt, um aus dieser Falle rauszukommen, Frau Nagel? Schwierig, weil die Antworten auf diesen Fragen, also die werden uns ja jetzt länger beschäftigen. Ich würde aber nochmal einhaken, so, es ist ja jetzt kein Geheimnis, jetzt sozusagen mache ich auch die Linie meiner Partei. Es sind ja auch Nachwirkungen, ich würde jetzt behaupten, zum Beispiel der Agenda 2010-Politik, die wir jetzt vielleicht als Spätwirkung erleben, nämlich Menschen werden freigesetzt, sind auf sich selber zurückgeworfen. Agenda 2010 ist ja damals angetreten, sozusagen unter anderem mit dem Ziel, Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, Menschen sozusagen aus der Schleife rauszuholen. Gelungen ist das ja kaum, sondern es wurde ja eher sozusagen sozusagen den Effekt, den wir jetzt diskutieren, hyperventilierende Gesellschaft, der ist ja damals mit sozusagen verursacht worden, würde ich denken, indem Eigenverantwortung in den Vordergrund gestellt wurde, soziale Sicherheit und gesellschaftliche Sicherheit individualisiert, noch stärker individualisiert worden. Also der Neoliberalismus hat, glaube ich, sozusagen, oder anders gesagt, rechtspopulistische Parteien werden oft als sozusagen die ungewollten Schwestern des Neoliberalismus bezeichnet. Das ist natürlich ein Erklärungsstrang, den muss man sicher ergänzen, zum Beispiel auch durch Dispositionen, die sowieso da sind, und ich würde schon vielleicht auch entgegen der Meinung meiner Partei im Osten sagen, dass wir im Osten tatsächlich auch ein Problem haben mit der Begegnung mit vermeintlich Fremden und dass wir auch eine starke Autoritätsorientierung haben, die natürlich Parteien oder eine Parteineigung zur AfD begünstigt, und die Linke kann das sozusagen auch nicht mehr aufsaugen oder sollte es vielleicht auch nicht, und das ist dann vielleicht die Frage da könnte man der Frage begegnen, was man mit Ängsten macht. Man muss nämlich, denke ich, schon Ängste und Ressentiments, menschenfeindliche Einstellungen ganz klar voneinander trennen und auch Halt sagen. Also wenn jemand sagt, ich habe Angst vor der Asylunterkunft, die in meiner Nachbarschaft gebaut wird, dann hat er eigentlich heutzutage die Möglichkeit, sich vielfältig zu informieren. Also ich weiß nicht, welche Partei, welche Gewerkschaft, welche Stadt nicht Informationsblätter macht, Telefone einrichtet, Sprechstunden zu dem Thema macht, Informationsveranstaltungen, und Menschen, die wirklich Ängste haben, gehen dahin und setzen sich auseinander. Was ich hier oder vor allem auch in Sachsen stark erlebe, ist, Menschen kommen dahin und hetzen und hetzen und hetzen. Das sind dann keine Ängste mehr, sondern das sind handfeste Vorurteile, wo ich sage, da muss man dann echt zumachen und menschenrechtlich weiter argumentieren und die Menschen wahrscheinlich auch einfach mal dahin laufen lassen und AfD wählen lassen. Das kann man wahrscheinlich nicht aufsaugen. Was mir eher auch Sorge macht, die AfD ist ja, das wurde schon erwähnt, eine stark wirtschaftsliberale Partei, oder das ist sozusagen ein wichtiger Strang, der jetzt nicht erst durch den Leak des Parteiprogramms im Entwurf klar ist, aber wenn man sich die Wählerinnen-Schichten anguckt oder die Wählerinnengruppen, sind das ja Arbeitslose, sind das Arbeiterinnen, und das ist sozusagen entgegen klassischer Erklärungsmuster. Also die Menschen, gegen die AfD eigentlich Politik machen will, nämlich den Mindestlohn abschaffen will, das ist sozusagen auch noch ein Element, oder Arbeitslosenversicherungen privatisieren will, die wählen massiv AfD. Da tun sich mir nur Fragezeichen auf, die ich sozusagen auch nicht lösen kann so schnell. Wir haben das mit dem Ängste und Sorgen ernst nehmen. Natürlich ist es völlig klar, dass das
Falscheste überhaupt ist, weil es auf die Art und Weise, wie das passiert und wie sozusagen der Begriff des Menschen, Ängste und Sorgen, ernstnehmend metaphorisch gebraucht wird, weil sozusagen es sind ja keine Ängste, es ist ja Wut und Hass und Neid und Ablehnung von Leuten und Menschenfeindlichkeit, ja, das sind keine Ängste. Und aus dem werden durch die Metapher des Ernstnehmens, werden sie ja nicht nur ernst genommen, sondern sie werden ja auch damit legitimiert. Es wird ja damit ein Signal an diejenigen gesendet, die diese Ängste haben, dass diese Ängste auf irgendeine Art und Weise begründet sind und nicht das Signal gesendet, dass wir von diesen Ängsten, von denen diese Leute gebeutelt werden, nichts hören wollen. Ja? Und wenn diese Leute paranoid sind, sollen sie zum Arzt gehen. Ja? Das wäre die Antwort, die man ihnen geben muss und nicht sozusagen eine, die sie sozusagen auch noch bestärkt und sozusagen wichtig macht. Das andere ist natürlich, dass sie sich also auch nur einfügt in eine Politik der Angst, die generell sich und dann auch sozusagen eine Stimmung der Angst, die sich in unsere Gesellschaften hineinfrisst. Und wir sind ja von der auch nicht frei. Ja? Also überspitzt formuliert, die rechten Arschlöcher haben Angst vor Ausländern und wir haben Angst vor den rechten Arschlöchern. So ist uns allen gedient, wir sind alles schön verbunden in unserer Angst. Ja? Und das ist jetzt nicht nur ein Aperçu, und sage ich nicht nur, weil es witzig ist, sondern weil diese Angst ja selbst und dieser Angstdiskurs und dieses Bedrohtheitsgefühl und sozusagen um Gottes Willen die AfD, und das macht sie auch gleichzeitig größer. Ja? Sozusagen, es hält sie auch permanent im Gespräch, es wird dauernd über sie geredet. Ja? Anstelle, dass man sie sozusagen diesen politischen Kräften diesen Platz zuweist, den sie eigentlich haben. Ja? In einer Partei, die 10% hat, sozusagen deren Themensetzung man sich schon zum Beispiel widmen soll, aber genau im Rahmen dessen, was er ausmacht, nämlich 10%. Ja? Und es handelt sich permanent um Parteien und überhaupt auch sozusagen in den schon verseuchteren Ländern wie Österreich und Frankreich und anderen, also jetzt sozusagen ehemals westeuropäischen Ländern, Polen und Ungarn ist ein bisschen was anders, also auch aufgrund des permanent zerfallenden politischen Systems, ja, aber sozusagen in unseren Breiten hat es noch nie eine von denen geschafft, irgendwie die Mehrheit zu gewinnen. Ja? Und das ist ja kein Zufall. Ja? Also sozusagen, selbst wenn Herr Le Pen stark ist, dann werden halt auch die Linken Chirac. Ja? Und dann hat sozusagen der Rest des politischen Systems wird immer 70% haben und die haben 30%, selbst um den Preis, dass wir halt einen Chirac wählen müssen. Ja? Damit soll man das auch ein bisschen in die Kirche im Dorf lassen. Und das Ganze ist natürlich auch, und das soll man auch nicht ignorieren, und das soll man auch nicht sozusagen wir Journalisten in unserer, weiß ich nicht, Mediensolidarität die Goschen halten und die Politiker und Politikerinnen in ihrer, ja, man darf ja die Presse nicht angreifen, weil dann greift einen die Presse dafür auch noch an, ist dann auch ein bisschen Gusch, und deswegen redet eigentlich niemand über das eigentliche, über einen Teil des Problems, nämlich dass das auch durch Sensationalismus von Medien herbeigeschrieben und herbeigeredet wird. Ja? Der gesamte mediale Diskurs der vergangenen 3-4 Monate, während sozusagen die gesamte Gesellschaft noch erfüllt war mit warmherziger Willkommenskultur und das politische System oder sozusagen die verschiedensten Akteure im politischen System nahezu flächendeckend noch sozusagen zumindest mit einer gewissen freundlichen Zuneigung zur Lösung dieser Herausforderung erfüllt war, haben schon alle Zeitungen und alle Interviewer mit diesen Fragen begonnen, ja, kann man das überhaupt schaffen? Ja, wie glauben Sie, dass Sie das schaffen können? Ja, das ist ja gar nicht möglich, sind ja alle überfordert und es ist kein Skandal, nichts funktioniert was. So ein Blödsinn, ja. Ich meine, natürlich funktioniert das eine oder andere nicht. Ja? Welche Behörde ist schon darauf vorbereitet, die es vorher nicht gegeben hat oder vorher nichts zu tun gehabt hat, dass du innerhalb eines Tages mit 6.000 Leuten, die plötzlich vor der Tür stehen und es gibt nichts zum Essen und nichts zum... Da wird es Probleme geben, ja. Da ist sozusagen nicht ein 3.000-köpfiges Beamtenheer, das herumsteht und bisher nichts getan hat, weil es sozusagen das Problem nicht gegeben hat und dann mehr Knopfdruck das löst. Ja? Da gibt es sozusagen manchmal eine Verzögerung und manchmal wird man ein bisschen flexibel sein und ein bisschen improvisieren, aber im Rahmen dessen funktionierte doch alles wunderbar und es gibt eine Bevölkerung, die sich wahnsinnig gut um diese Leute kümmert und ein Großteil der Flüchtlinge ist entzückend und im Großen und Ganzen haben wir kein Problem. Ja? Also außer, dass es halt
ein bisschen schwieriger ist es, mit dem er sonst zu tun hat. Ja? Und so wird aber eigentlich überhaupt nicht mehr im medialen System geredet, ganz im Gegenteil, das mediale System hat sozusagen permanent diesen Problem, Angst und Katastrophen und die nicht zu schaffen Diskurs geschürt, schürt sogar ganz normale Leute, die sozusagen in dieser Rolle, ja, wir müssen halt Politiker X oder Politikerin Y eine harte, konfliktreiche Frage stellen, weil sonst ist ja das Interview fad oder was immer die Gründe dafür sind. Alles zusammen ergab natürlich medialen Rückenwind für den Diskurs der AfD, weil sie sozusagen die Themen permanent gesetzt hat, die diesen politischen Kräften günstig sind. Also ich würde mal sagen, dass Medien so lange gefragt haben, wann kippt die Stimmung, bis die Stimmung, bis sie den Eindruck hatten, genau, sagen wir es mal so, dass die Stimmung gekippt sei. Das würde ich auch, da würde ich dir zustimmen. Aber ich will eine Frage nochmal, was du am Anfang gesagt hast, weil das wäre ja schön, wenn man jetzt einfach sagen, Rassisten sind Rassisten, das ist alles völlig klar, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das unterschiedliche Gruppen sind und dass das auch anfällige Gruppen sind, die man zurückgewinnen kann, zurückgewinnen muss, zurückgewinnen sollte, um die Spaltung der Gesellschaft nicht voranzutreiben. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, du Arschloch, halt jetzt bitte mal irgendwie deinen Mund, weil von dir will ich überhaupt nichts mehr hören, so wie ich das hier von dir verstanden habe, sondern du musst ja im Grunde in der Lage sein, sagen, einen reparativen Diskurs zu führen. Du musst mit diesen fragilen Gruppen der Gesellschaft in irgendeiner Form kommunizieren, um das Ganze zusammenzuhalten, oder musst du das nicht? Ja, aber da hast du mich ein bisschen falsch verstanden. Ich meinte ja jetzt sozusagen diesen politisch-medialen Metadiskurs, der in dieser Metapher des Sorgen und Ängste ernst meinen, anklingt und damit auch ein Signal sendet, das bei denen dann ja auf irgendeine Art und Weise ankommt. Ja? Das habe ich kritisiert. Ich habe nicht kritisiert, dass ich zu diesen Leuten hingehen, die zum Teil böse, zum Teil verhetzt, zum Teil arme Hunde sind und mit denen redet, so ewig, wie mit einem kranken Pferd quasi. Ja, natürlich würde ich das tun und halte ich für notwendig. Und man braucht gerade sozusagen Teile dieser Schichten, Teile dieser Milieus sind ja auch so, wie sie sind, unter Anführungszeichen, also dieser Verdruss und diese schlechte Stimmung und so, weil sie das Gefühl haben, niemand kümmert sich um sie und niemand interessiert sich überhaupt, wie sie denken. Ja? Und das Blöde daran ist, dass sie damit auch nicht völlig Unrecht haben. Ja? Nein, du bestätigst sie und, natürlich. Und deswegen, natürlich würde ich als Person, aber auch als Politiker oder jetzt sozusagen, oder was auch immer, auch als Aktivist, ja, ich würde mich nicht sozusagen, würde in solchen Situationen nicht unbedingt dazu neigen, Demos zu organisieren und Nazis rausschreien, sondern es ist durchaus nützlicher, zu den Leuten hingehen und mit ihnen zu reden. Das habe ich nicht gemeint. Ja. Natürlich muss man mit den Leuten, insbesondere individuell, reden und das auch noch auf Augenhöhe, nämlich ihnen das Gefühl zu geben, sozusagen, dass man einen respektiert, einen Diskurs auf wechselseitiger, respektabler Basis führt. Aber das wäre eben meine Frage, das würde ich auch gerne an Sie beiden stellen, denn Sie sind ja eigentlich beide Vertreter von sehr moralischen Parteien, wo man mit dem Ausrufezeichen und bei Twitter zum Beispiel ganz viele Ausrufezeichen immer, was alles nicht geht. Und die Frage ist halt, ist das genau die richtige Sprache, weil damit irgendwie klar gesagt wird, so nicht, oder ist das genau die falsche Sprache, weil damit diese Spaltung, sagen auch die moralische Spaltung in hier sind die Bösen und hier sind die Guten, sagen klar festgemacht wird, aber nur im Sinne derjenigen, die sich dadurch sicher und gut fühlen können, während die anderen irgendwie ihre Wege gehen. Also kein reparatives Sprechen, sondern ein moralisches Sprechen. Das ist natürlich schwierig. Vielleicht kann man es mit einem Beispiel machen, die Diskussion, ob man Pegida, Sachsen ist ja das Heimatland von Pegida, ich denke, da gibt es sozusagen auch einen Konnex, also es hat einfach, Pegida hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass Ressentiments, dass Vorurteile des Rassismus stärker artikuliert werden, dass das Klima immer stärker verroht ist, also die Sprache auch das gegen das auf Politikerinnen und Politiker zugehen, hat sich seit Pegida demonstriert tatsächlich sozusagen verroht ohne Ende. Also so viele Hassmails und Hasskommentare, und das bestätigen viele Kolleginnen und Kollegen, hat man lange nicht bekommen. Ich bin im August 2014 in den Landtag gewählt worden und
Pegida hat im Oktober 2014 begonnen und es war für mich auch sehr überraschend, in jeder Landtagssitzung kam das Signal von der CDU, wir müssen mit denen reden, das sind besorgte Bürgerinnen und Bürger, wir können die nicht stigmatisieren. Wir haben aber von Anfang an dagegen gehalten, weil sozusagen da schon eigentlich sichtbar war, dass dort erstens keine Redebereitschaft ist, dass dort eine feste Meinung kommuniziert wird und dass da sozusagen menschenrechtliche Grundwerte oder moralische Grundwerte mit Füßen getreten werden. Und das würde ich auch weiter halten. Ne? Also es ist nicht so, dass ich mit verunsicherten Menschen nicht sprechen will und da auch nicht gewillt bin oder linke Politikerinnen nicht gewillt sind, sozusagen sich Sorgen und Ängste anzuhören. Aber es gibt einfach eine Grundlage und die heißt sozusagen, andere Menschen zu respektieren und nicht auf ihnen rumzutreten. So. Und das würde ich auch weiter so handhaben, auch nach dem AfD-Wahlerfolg. Es ist ja sozusagen auch in Bezug auf die AfD weitergedacht, wird sich ja auch in Zukunft erst zeigen, ob sie, wenn man davon ausgeht, dass sie viele Protestwählerinnen gewonnen hat, ob die tatsächlich bindungsfähig sind oder ob die freigesetzt werden und zur Besinnung kommen. Ne? Und ich habe die CDU erwähnt, wie die agiert hat hier in Sachsen in Bezug auf Pegida. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, es ist so ein bisschen eine gespaltene Situation. Die CDU ist sozusagen wahrscheinlich auch ein Element der Modernisierung oder ist sozusagen ein, hat sich selber auch ein Stück modernisiert, gesellschaftspolitisch, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, ne, mit dem Mindestlohn oder ist jetzt vielleicht nicht das Beispiel für Modernisierung, aber Geschlechterpolitiken und Familienpolitiken, da gibt es schon sozusagen kleine Fortschritte, hat dadurch eine Repräsentationslücke rechts geschaffen. Auf der anderen Seite versucht sie sozusagen akribisch diese Lücke wieder durch zum Beispiel harte Asylgesetzgebung wieder zu schließen. Das ist sozusagen so ein wirres Handeln, was natürlich auch keine Orientierung für die Rechtsgerichteten oder diese Wählerinnen, mit denen man eben nicht mehr reden sollte, gibt. Also klar, ich würde mit jedem Einzelnen wieder reden, ja. Ich meine, ich habe jetzt Wahlkampf hinter mir und da kommen manchmal Leute an den Stand, die würde ich auch wegschicken. Also wer so verfestigt in seiner Meinung ist und sagt, ich will auf jeden Fall die AfD und alles andere sind Idioten und überhaupt, da muss man dann einfach Wahlkampf auch so ein bisschen ressourceneffizient machen. Aber natürlich, also ich meine, da sind Leute, ja, ich meine das schon ernst mit diesem, welche Angst hätten es denn gern, ja, das ist mir ein bisschen zu viel, aber wenn halt Leute sagen, mir wird mein Job weggenommen und tatsächlich sind in Mannheim kurz vor der Wahl mit einer Fabrikschließung 2500 Jobs weggefallen, ja, dann hat es mit den Flüchtlingen zwar herzlich wenig zu tun, bis gar nichts, aber führt halt dazu, dass man sagt, das ist jetzt echt eine scheiß Situation für mich und ich will, dass die Politik sich kümmert. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum ich glaube, dass man sich da wirklich, wirklich hart dagegen gehen muss. Und diese Liste mit den Rechtspopulisten, die in den europäischen Ländern erstarken und jetzt auch noch eine AfD in Deutschland, heißt für mich, dass wir vor der Sorge stehen, dass Europa von innen raus implodiert. Das sind alles Parteien, die von einem europäischen Zusammenwachsen eigentlich überhaupt nichts halten. Ja, die sind ziemlich einen Quark finden, die nationalistisch sind, die wieder zurück wollen, die auch gegen Grenzschließungen innerhalb von Europa nichts hätten und. Und alleine, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir dieses Europa weiterentwickeln müssen, weiter zusammenhalten müssen und stärken müssen. Wir haben die Brexit-Diskussion, dass die Briten sich überlegen, wir könnten uns da aus dem Ganzen mal verabschieden. Wir haben mit der Front National eine Kraft, die schon seit jeher permanent gegen Europa geht. Und das ist der Grund dafür, ja, wenn wir wirklich eine zukunftsgerichtete Politik in Europa machen wollen, die heißt nicht mehr zurück zum Nationalismus, sondern hin zu einem vertieften Europa mit immer jedem Schritt eins weiter, dann kann ich gar nicht zulassen, dass sich Kräfte so erstarken und womöglich sogar europäisch vernetzen, die eben Europa von innen heraus bekämpfen. Deswegen wird es darum gehen, jeden Einzelnen zurückzugewinnen, sicher. Also wird wahrscheinlich nicht ganz gehen, ja. Das mache ich mir auch nicht vor. Aber das ist schlicht unsere Aufgabe. Da können wir nicht einfach an dem Punkt stehen bleiben und sagen, naja, die hatten halt Angst oder das sind Aufstiegsängste oder Sorgen vor sozialen Verwerfungen, sondern da geht es auch noch echt um eine ganz andere Geschichte und das ist eben Europa. Wenn ich da gleich anschließen darf, ich meine, es ist,
wie gesagt, ich bin nicht dagegen, dass man mit diesen Leuten redet und es ist notwendig und das gehört auch sozusagen zum... Aber der Punkt ist ja auch die Frage, worüber redet man mit ihnen, worüber kann man überhaupt mit ihnen reden oder was kann man ihnen auch anbieten gewissermaßen jetzt, also das ist sozusagen, die sind ja nicht diese neue Attraktion rechtspopulistischer, nennen wir es mal Antipolitikparteien, ja, die müssen dieses Anti-Establishment gegen die da oben, das steckt ja alles im Kern dieses Populismus und der Rest sozusagen der Forderungen wird ja um das herum gruppiert, der kommt ja auch nicht aus dem Nichts, ja, und das kommt ja auch von daher, dass der Rest sozusagen es kaum eine andere Politik gibt, die diesen Leuten tatsächlich etwas Positives zu versprechen hat. Ja, das muss man ja ganz offen sagen. Ja, in einer Situation einer ökonomischen Krise und der Zunahme von ökonomischem Stress und eben innerhalb der Europäischen Union von einer verallgemeinerten Austeritätspolitik gibt es sozusagen keine positiven Versprechen, die man diesen Leuten machen kann. Das klingt auch schon falsch. Sozusagen, es gibt kein positives Versprechen irgendeiner politischen Kraft, an das diese Leute glauben können. Ja? Und sozusagen, das macht es ja dann schon mal schwieriger überhaupt, worüber rede ich dann mit ihnen? Ja? Redet ihr dann nur darüber, ja, wir haben dir da tatsächlich nichts Besseres anzubieten, aber was du jetzt nachrennst, ist noch schlechter als das andere. Ja? Das ist keine besonders überzeugende Art einer Gesprächsführung. Ja? Und wesentliche Teile dieses Milieus, die es sozusagen gar nicht geben in dieser tief deprimierten Verängstigkeit, wenn es Versprechen gäbe, an die man noch glauben kann. Was sozusagen auch heißt, wenn man sozusagen auch eine optimistischere Gesellschaft wäre, weil das wäre man dann. Und da verbinden sich jetzt natürlich auch berechtigte Ängste damit, ja? Also die gar nicht so unberechtigt sind, weil sozusagen zu sagen, hey, wir kommen jetzt schon mit manchen Problemen nicht zu Rande und jetzt kommen noch mal 1 Million mehr, ja? Da kann ich mal ausrechnen, dass die Konkurrenz um die bisschen Ressourcen ein bisschen härter wird, ist ja nicht ganz falsch. Ja? Genauso wie es auch nicht ganz falsch ist, wenn ein Land wie jetzt sage ich eh mal ein Positives, wie Portugal sagt, ja, wir können ja nur 10.000 Leute aufnehmen. Ja? Weil, wo es in einem Land, wo es keine Arbeitsplätze gibt, 10.000 neue Menschen eine Zukunft finden, worauf sie ein Leben bauen können, wenn es schon in Portugal selber viele Leute diese Zukunft nicht finden können. Und genauso verständlich ist es übrigens auch als Flüchtender, nicht nach Portugal gehen zu wollen, wenn du vorhast, wenn du ja willst, dass du dein Leben wieder einen Boden unter deinen Füßen findest. Ja? Und wenn man das alles in Rechnung stellt, heißt es natürlich, dass sich das Problem eben auch mit dem anderen Problem in Europa verbunden ist, nämlich mit dem Problem der europäischen Austeritätspolitik seit 7 Jahren, die eben zu wirtschaftlichen Stress, wirtschaftlichen Krisen, Stagnation in den sogenannten reichen Ländern und einer sozialen Katastrophe in allen anderen Ländern geführt hat und auch zu einer Politik innerhalb der Europäischen Union, der gegen die, der Norden gegen den Süden, jeder soll mit seinem Problem bleiben, wo er ist. Ja, das hat man sozusagen eingeführt im Zusammenhang mit der Finanzkrise und in Wirklichkeit unter der besonderen Führerschaft der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere des hiesigen Finanzministers. Das, was man jetzt in der nächsten Krise an die Deutschen sollen ihr Problem behalten, nämlich die Flüchtlinge gewissermaßen von den anderen Europäern erfährt, ist natürlich auch Folge dieses Musters. Ja? Diese Folge dieses Musters, das man eingeführt hat, jeder gegen jeden und nicht mehr alle gemeinsam. Ja? Soll man nicht ganz vergessen. Vielleicht nur ein kleiner Einwurf. Ich weiß nicht sozusagen, ich habe da keine vollständige Analyse, aber interessant ist doch genau, wenn jetzt Europa und Austeritätspolitik angesprochen wird, haben wir zwei Beispiele, fallen mir jetzt ein, Griechenland und Spanien vielleicht noch ein bisschen hoffnungsvoller, wo genau sozusagen nicht rechtspopulistische rechte Akteure in dem Sinne von diesen Politiken
profitieren, sondern eher linke Akteure. Ne? Über Griechenland muss man jetzt nicht diskutieren, das ist sozusagen nicht so hoffnungsfroh, aber in Spanien mit Podemos ist ja jetzt ein ganz neuer Akteur auf den Plan getreten, der sozusagen tatsächlich auch das Parteiensystem dort ein bisschen umwirbelt und der, was ja ein großer Hoffnungsträger ist für, also aus meiner Sicht auch ein progressiver Hoffnungsträger für die Situation, während Deutschland, vielleicht auch Großbritannien und Frankreich ja jetzt sozusagen nicht die Hauptleidtragenden der Krisenpolitiken sind und dort treten diese rechtspopulistischen Akteure in Großbritannien mit UKIP besonders stark auf den Plan. Das hat sicher noch andere Auswirkungen, aber es ist sozusagen auch ein Betrachtungswinkel. Warum sind sozusagen die besonders von der Austeritätspolitik betroffenen Staaten, warum reagieren die anders sozusagen, ne, als die eigentlich wohlständigeren Staaten, wenn ich jetzt Deutschland betrachte? Das wirft schon auch Fragen auf. So, ich würde Sie gerne auch einladen, wenn Sie Fragen haben keine Ängste und Sorgen, aber was beitragen möchten, dann bitte, sehr gerne. Ich glaube, man versteht Sie auch ohne Mikro. Die stellvertretende Fraktions- oder Bundesvorsitzende der Grünen, der Name ist mir leider nicht geläufig, hat vorhin den Punkt Politikverdrossenheit angesprochen. Wenn ich die Analysen richtig gelesen habe, kommt der größte Teil der AfD-Wähler aus dem Lager der Nichtwähler. Das heißt für mich potenziell diejenigen, die schon seit Jahren Politik verdrossen sind. Und dieser Begriff ist ja nicht neu, den gibt es ja nicht erst seitdem es die AfD gibt, sondern den gibt es gefühlt schon 10 Jahre. Deswegen würde ich es gut finden, das Problem dieser Veranstaltung, so empfinde ich es im Moment, dass bei diesem Thema Veranstalter Taz und den Damen und Herren, die auf dem Podium sind, wir uns schnell einig werden können. Deswegen ist meine Frage, wir haben 2 Politikerinnen und 2 Journalisten, wie gehen wir mit diesen Problemen der Politikverdrossenheit um, konkret? Nicht nur sagen, dass es ein Problem ist, sondern wie setzen wir das um? Soll Frau Nagel darauf verzichten, die CDU in Sachsen, die ja weit rechts von dem Merkel-Kurs ist und genau ja das Lager ist, das immer, wenn es um Modernisierungsfragen geht, ganz hinten weit zurückzieht. Was heißt es konkret für Sie in dem jeweiligen Job, mit der Politikverdrossenheit so umzugehen, dass wir uns Hoffnung machen können, ein Teil derjenigen, die nicht von sich aus Rassisten sind, sondern die wirklich ein Problem mit der Modernisierung haben, wieder auf eine Seite zu ziehen, die demokratiewürdig ist? Also die Beschreibung stimmt, dass wir von Politikverdrossenheit reden. Also seit ich zumindest Politik mache, kenne ich den Begriff Politikverdrossenheit. Dann hieß es mal, es ist Politikerverdrossenheit, jetzt ist es wieder Politikverdrossenheit. Egal wie, aber tatsächlich dieser Punkt, dass man die Menschen nicht erreicht oder nicht das Gefühl hat, das hat irgendwas mit mir zu tun, was ihr hier macht, sondern ich muss mich um mich selber kümmern. Ich kann die Antwort nur bedingt geben, weil wenn wir sie hätten, dann hätten wir das Problem ja nicht mehr. Ja. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, dass wir auf der einen Seite mit ziemlich komplexen Fragestellungen zu tun haben und es ist überhaupt nicht mehr gelingt, das Ganze so zu übersetzen, dass es irgendwie ankommt. Also sei es vom Verständnis her, sei es von der Analyse her oder sei es eben auch von der Lösung her. Und die Sprache, die Politik spricht, stimmt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das hat auch im Übrigen, geht es mir zumindest so, auch die Sprache, die die Medien sprechen, stimmt manchmal nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie, gibt ja immer in, also das finde ich immer so ein eindrückliches Beispiel, Sie haben immer in der Tagesschau in den letzten 2 Minuten diese Börsengeschichte da von der, wie heißt sie? Also da wird halt die Deutsche, das versteht kein Mensch. Also außer die Wirtschaftswissenschaften studiert haben, ja, das versteht sonst keiner. Nicht so, mal die das vortragen, verstehen. Und vermutlich auch die nicht, genau. Aber viele Nachrichten davor auch nicht. Ja? Wenn es jetzt nur die wäre, können wir auch sagen, okay, aber so die... Also es gelingt uns nicht mehr, politische Zusammenhänge, weltwirtschaftliche Zusammenhänge, Globalisierungszusammenhänge, gesellschaftspolitische Zusammenhänge so zu übersetzen, dass sie verstanden werden und dass die Leute das Gefühl haben, und jetzt habt ihr auch noch was für mich. Letzteres ist schwierig. Ja? Es ist nicht so, dass Politik immer eine Antwort für jeden hat.
und auch immer eine Lösung für jeden hat. Ja, deswegen sind Politik sind auch eine Form von Interessenvertretung. Die Volksparteien nehmen für sich immer in Anspruch, die machen die Interessenvertretung für das ganze Volk und die anderen machen es ein bisschen anders und so. Da spielen, glaube ich, alle Faktoren eine Rolle. Bildung spielt eine große Rolle. Wie vermitteln wir eigentlich Politik in den Schulen? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass man im Wahlkampf nicht mehr in die Schulen gehen darf. Ja? Ich finde das ziemlich ein Quark. Also natürlich erreiche ich an Schulen ja mit 11- und 12-Klässlern, sei es ja völlig egal, ob die wählen dürfen oder nicht, oder ob die schon im Alter sind, dass sie wählen dürfen oder nicht. Ich erreiche eine Gruppe, die eigentlich unheimlich aufnahmefähig ist und bereit ist und in dieser Zukunftsgestaltung ja, sich bewegt. Aber die Schulen machen bei uns dicht. Und ich glaube, es sind viele einzelne Punkte, die wir angehen müssen, also besser erklären, die Komplexität runterbrechen. Die Medien haben eine Aufgabe, sie müssen einfacher werden, sie müssen verstehbarer werden und die Institutionen müssen sich öffnen für die Politik. Ob das dann dazu führt, dass es am Ende eine höhere Begeisterungsfähigkeit für Politik gibt, kann ich nicht einschätzen. Also ich finde Politik was ganz Großartiges, aber wenn ich mit meinen Freunden oder Freundinnen darüber diskutiere, bin ich immer relativ alleine. Weil wir finden andere Sachen interessanter. Also scheinbar gibt es da ein Gap und den haben wir noch nicht richtig gelöst. Wir erleben im Augenblick, wenn ich das noch sagen darf, aber ich finde es ganz eindrücklich, wenn man sich gerade anschaut, wie der amerikanische Vorwahlkampf zur Präsidentschaft läuft, ja, und wie die Amerikaner Politik vermitteln. Das ist an Banalität nicht zu übertreffen. Ja, das ist furchtbar. Aber, genau. Aber scheinbar... Mein Pressesprecher. Nee, das ist doch der von Heiko Maas. Genau. Aber scheinbar... ich möchte nicht dafür werben, dass wir uns jetzt in irgendeiner Form aufs amerikanische Niveau begeben. Ja. Aber wir müssen es schaffen, wieder einfacher zu sprechen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Politik redet zu kompliziert. Und das führt dazu, dass Leute sich ausklinken und dann führt es dazu, es hat mit mir nichts mehr zu tun. Ja, und das kann man ja auch machen. Ne? Also wir als Politikerinnen können ja einfacher sprechen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man sich auch in Kreisen bewegt, wo Politiksprache einfach so institutionalisiert oder aufgesogen wird. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, ganz ehrlich. Ich denke, als Mitglied einer Partei bin ich eigentlich gar nicht so, nicht so überzeugt von Parteien, von der Formpartei. Das ist sozusagen ein sehr hierarchisches System, was sozusagen so vorhersehbar ist, also was vorhersehbar verläuft. Ich denke, das zeigen auch zum Beispiel Jugendstudien, dass Jugendliche sich viel mehr aktivieren lassen in Einpunktbewegungen, Umweltbewegungen, Schülerinnenbewegungen und so weiter. Wenn man jetzt auf Sachsen blickt, muss man sagen, das ist alles gelähmt, das ist alles tot. Leipzig ist da wahrscheinlich nochmal eine positive Ausnahme. Das hat natürlich auch was mit einer sächsischen CDU zu tun, die demokratische Bewegung sozusagen nicht fördert, sondern eher unterdrückt. Das ist sozusagen eine Binsenwahrheit. Schwierig. Man muss sozusagen wirklich stimulieren und da sind Schulen wichtige Institutionen, Jugendhilfe eine wichtige Institution. Man darf sozusagen nicht kahlschlagen, sondern muss diese Institution tatsächlich mit Politik beleben und das sächsische Schulsystem, ich weiß nicht, wie das in Baden-Württemberg ist, es ist sozusagen ein Mittelaltersystem, da fängt es aber sozusagen an und treibt sich weiter. Wenn man auf die Wahlbeteiligung schaut und schaut, sich an, wer nicht wählt, hat vor allem auch die Linke analysiert in den letzten Jahren, sind es vor allem sozial benachteiligte Menschen, die nicht wählen gehen. Das macht einen relativ großen Teil aus und das ist natürlich eine Frage, dann muss man wieder gucken, sozusagen, wie ist ein Sozialstaat konstituiert, wie ist der abgebaut werden, was für Glücksversprechen, die auch die Linke gegeben hat, Hartz-IV-Bewegung und so weiter, sind nicht erfüllt worden. Und für eine Partei wie die Linke stellt sich dann natürlich die Frage, ist es sozusagen befriedigend, immer in der Opposition zu sein? Muss man nicht mitregieren und muss man nicht mal Erfolge vorweisen können, damit man auch noch glaubhaft ist? Das ist jetzt die Debatte um Protestwählerinnen. Protestwähler, die kann man halt 5, 10, 15, weiß ich nicht, ob es Studien gibt, Jahre halten. Man muss aber auch Erfolge vorweisen, ne? Und Menschen, die abgehängt sind, wieder denen helfen, sich wieder anzuschließen. Hier sehe ich so einen ganz großen Faktor, der aber nicht von einer Partei, sondern sozusagen eigentlich von einem System in die Hand genommen werden muss. Vielleicht dazu so viel. Ich würde halt grundsätzlich, um das aufzunehmen und gleich mal zu zeigen, dass wir hier wahrscheinlich überhaupt nicht einer Meinung sind. Ich habe den Eindruck im Grunde, dass der Denkfehler darin besteht, dass auch in dieser Diskussion, der Grunddiskussion,
man den Eindruck hat, man müsse einen Zustand wiederherstellen, der als solcher aber nicht mehr funktioniert. Also platt gesagt, wir haben zwei Volksparteien gehabt, die eine ist die CDU, die andere die SPD. Und die Vorstellung, man müsse jetzt, die einen müssten nur wieder ein bisschen rechter werden und die anderen müssten linker werden, also gerechter, sozusagen nach dem sozialpädagogischen Linksparteiprinzip, wenn sie es nur wieder richtig machen, dann haben wir unsere historische Mission erfüllt und was wird dann aus uns? Das wird die Welt nicht retten, sondern ich sehe, dass wir im Moment sozusagen eine Verkrustung aufbrechen haben, die aber eben nicht so ist, wie wir uns das gewünscht haben, ganz, aber im Grunde sozusagen auch eine Perspektive ergibt, wenn man jetzt etwas draus macht, aber die üblichen Regeln, die wir hatten, die werden nicht funktionieren, weil ich zum Beispiel sehe, dass diese rechtspopulistischen Parteien durchaus linkspopulistische Elemente haben und linkspopulistische Parteien auch nationale Elemente haben. Das heißt also, die grundsätzliche Vorstellung, man müsse irgendwie nur auf der einen Seite irgendwie sein, dann sei man schon richtig und auf der anderen ist man falsch, die halte ich für nicht mehr tragfähig. Und mein letzter Punkt noch, Robert guckt schon so, der will bestimmt was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, wenn man von der Kanzel raus irgendwie den Leuten jetzt wieder erklärt, wie eigentlich alles sein müsste, sondern wahrscheinlich sind wir jetzt in einem Moment, wo man tatsächlich akzeptieren muss, dass man mit Argumenten nur so und so weit kommt, bei manchen überhaupt nicht weit, und man einfach gucken muss, ob man mit bestimmten Gruppen einen Kompromiss noch hinkriegt, auch wenn einem das überhaupt nicht schmeckt und möglicherweise aber einfach, dass man das Beste irgendwie noch draus machen kann. Damit meine ich sowohl jetzt in der deutschen Gesellschaft als auch mit Saudi-Arabien, als mit der Türkei im Nahen Osten. Das wird nicht mit Belehrungen irgendwie zu machen sein. Das wird nur mit irgendwelchen unfeinen politischen Deals zu machen sein. Oder würdest du das dementieren, Robert? Ich würde es insofern dementieren, als ich sozusagen alles, was ein Großteil von dem, was du gesagt hast, ist sozusagen für sich genommen richtig. Nur ich glaube, was du damit den Fluchtpunkt dieses Arguments, den, wenn ich ihn recht verstanden habe, in der Zusammenmischung halte ich irgendwie für falsch. Nämlich sozusagen in Wirklichkeit heißt es geht eh nicht viel besser, als es jetzt ist. Und das ist halt sozusagen der Zustand der modernen Politik, das wie es jetzt ist. Ja? Dass es eigentlich keine Pläne gibt und keine Hoffnung gibt und nur so ein Durchwursteln gibt und dass 10% der Leute halt deppert sind und schließe ich auch ein bisschen an sie an und dass man mit denen halt noch sozusagen simpler reden muss, damit sie einen verstehen. Ich kann das alles, vielleicht bin ich sozusagen da ein, vielleicht bin ich so ein depperter Gutmensch, der sich nicht bereit ist, mit so etwas abzufinden. Ja? Ich glaube aber auch durchaus, dass das nicht nur blöd ist und nicht nur romantisch, dass es ein Defizit in einer Gesellschaft gibt, wenn es nicht mehr unterschiedliche politische Konzepte gibt, die den Leuten ein positives, auf die eine oder andere Weise positives Bild von einer Gesellschaft geben und damit ihnen auch auf irgendeine Weise Hoffnung gibt und das Ganze auch sozusagen auch noch eine Kontroverse im politischen Raum ist. Ja, weil sozusagen ein politischer Raum, wo alle nur mehr sagen, ja, es geht eh, man kann eh nur irgendwie auf irgendeine Art und Weise regieren und das Ganze ist mit sehr viel Kompromissen und es kann eh nur sozusagen zusammengeschlussert werden und darin sind wir uns dann alle natürlich einig über die Lagergrenzen und Lager gibt es ja gar keine mehr. Das führt eben zu diesem komischen Einheitsbrei, den wir seit 15 Jahren haben, der eben nicht ein Einheitsbrei bleibt. Wenn so ist, dann entstehen natürlich an den Rändern irgendwelche Gruppen, die sozusagen sich diesen Einheitsbrei zunutze machen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es das, ich meine, es stimmt schon, man soll sozusagen die gerade Sprache der Leute sprechen und mit denen nicht, also ich glaube nicht, dass es das Problem, also das wäre sozusagen kein Gegenargument, aber so eine Art kleine Korrektur Versuch zu dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Politik zu kompliziert spricht und die Leute zu blöd sind, das aufzubauen. Also das haben sie ja nicht gesagt, aber so circa, dass sie das nicht mehr verstehen können. Sondern es ist so, dass die Politik
mit sich spricht und das politisch-mediale Orbit spricht nur mehr mit sich über Probleme, die nur mehr den politmedialen Orbit interessant erscheinen, in einer Sprache, die die Sprache des politmedialen Orbits ist. Das ist das Problem. Ja? Und mit dem sozusagen, und sich überhaupt quasi sozusagen so eine Art Binnendiskurs führt und keinen Außendiskurs mit den realen Menschen führt und die ganz oft überhaupt nicht mehr adressiert. Und wenn er es adressiert, dann eben genau in der Sprache, die das Problem ist. Nämlich man sozusagen beim Dobert im politmedialen Orbit irgendetwas aus und dann übersetzt man es in Werbeslogans, die man sozusagen auf das Volk drauf pappt, in der Hoffnung, dass sie sozusagen auf diese Werbeslogans aufspringen, und das Volk ist tatsächlich nicht so blöd, wie man glaubt, es erkennt, dass es sozusagen leblose Werbeslogans sind und ist dementsprechend, wie soll ich sagen, unerfreut. Ja, und reagiert auf die gleiche Art und Weise. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, und das, damit kann man aber nicht damit umgehen, dass man sagt, sozusagen man versimpelt die Art und Weise, wie man mit den Leuten redet. Also sozusagen schon, man muss es nicht notwendigerweise verkomplizieren, aber ich glaube schon, dass man eher die Aufgabe hat, das Niveau des Diskurses zu heben. Und nicht es zu senken. Ja? Ich habe mehr Pressesprecher als ihr. Das scheint so. Ich hab nicht gesagt, da bestehe ich drauf. Ich habe nicht gesagt, die Politik redet kompliziert und das dumme Volk versteht das nicht. Meine These ist, dass jemand, der kompliziert redet, letztlich nicht verstanden hat. Und das erlebe ich halt relativ oft, ja, dass man diskutiert und je komplizierter es irgendwie wird und so, umso weniger durchdrungen ist das Thema eigentlich, weil wenn man ein Thema wirklich durchdrungen hat, kann man es jemandem erklären, der sich nicht 18 Stunden am Tag damit auseinandersetzt. Aber jetzt machen wir das mal an einem Beispiel, weil wir eigentlich über Einwanderung reden wollen. Und vorhin ging es mir schon mal so, da dachte ich, da muss ich eigentlich mal reingehen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen, ja, aber jetzt nicht vielleicht jetzt in den letzten 3 Monaten, sondern als in Ostdeutschland, wo es ja doch immer wieder auch schon sehr früh die AfD gab, Pegida und hin und her, da kamen immer so die Zahlen. Also ich weiß nicht, wie viel Flüchtlingsanteil, Migrationsanteil habt ihr? 1%, 2%, 3%, 4%, also aber auf jeden Fall nicht der Größe der Sorgen in Anführungsstrichen angemessen, ja. Und warum gelingt es uns nicht, aus dieser Debatte endlich eine Chancendebatte zu machen? In dem Sinne, es stimmt nämlich, ach da war das mit dem Portugal-Beispiel, ja, die haben keine 10.000 Arbeitsplätze, wie sollen sie dann 10.000? Wann fangen wir an zu sagen, dass wir Regionen, die Migration erleben, prosperierende Regionen sind? Und das können wir europaweit und global betrachten. Eine der prosperierendsten Regionen ist Düsseldorf. Düsseldorf ist eine Region mit dem höchsten Migrationsanteil. Und das hat miteinander zu tun. Also was da Henne und Ei ist, da kann man sich lange drüber streiten. Ja, das Ganze geht Hand in Hand. Aber Richard Florida hat vor, das ist ein Ökonom aus den USA, der hat vor, weiß nicht, 10 oder 15 Jahren die These des TTT, Technik, Toleranz, Talente, aufgedacht. Und er sagt, Regionen, die prosperieren, sind die, die technikfreundlich sind, die tolerant sind. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also die Zuwanderung organisieren, begrüßen, Integration richtig auf der Pfanne haben und die Talente fördern. Das gehört ja da dazu. Also das sind ja nicht Leute, die nichts können, die herkommen, sondern diese Talente muss man herholen, da muss man Bildung, das Ganze von Integration, das brauchen wir jetzt alles nicht machen, was mit Sprache und Jobs und hin und her, das ist ja, glaube ich, klar. Aber warum gelingt es uns nicht, aus dieser Angstdebatte, die vielleicht geschürt wird und die auch immer sich so in so einer Self-Fulfilling immer weiter irgendwie gedreht, zu drehen in eine Chancendebatte, dass wir sagen, es ist, wie es ist, und es ist aber auch gut, es ist jetzt schon 1 Million Menschen hier, für diese 1 Million, das können wir locker stemmen im Übrigen, also das halte ich nur für wirklich noch nicht den entscheidenden Punkt, es werden im Übrigen auch noch mehr kommen, die Fluchtbewegungen auf der Welt sprechen dafür, aber dass wir das Angstbehaftete wegbekommen, dass wir es in eine Chancendebatte drehen, das würde mir da wirklich gefallen. Und vielleicht ist das ein Punkt, also weil Sie sehen ja, wir schwanken alle ein bisschen bei der Antwort auf Ihre Frage zu der Politikverdrossenheit, aber vielleicht ist es ein Punkt, dem Ganzen
mit einem positiven, mit einem Wohlfahrtsversprechen, mit einer Chance, mit einer Zukunftsvision, mit einem Bild, wie leben wir eigentlich in Zukunft, entgegenzutreten und nicht immer so hasenfüßig aufzutreten, zu sagen, wir wissen nicht, wie wir es übermorgen machen, sondern eine Zukunftsperspektive reinzugeben. Das hielt ich für sinnvoll. Ich will nur eine kleine Erwiderung machen. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch länger kommen. Die Argumentation, die nutzen wir natürlich auch in Sachsen. Sachsen ist ja ein Land, was 1 Million Einwohner beinahe verloren hat seit der politischen Wende und in den nächsten 15 Jahren nochmal fast so viel verlieren wird. Und natürlich ist es augenscheinlich, dass Platz ist, ne? Also dass Menschen sich ansiedeln können, dass Schulen nicht geschlossen werden, Kita aufgemacht werden können, der Jugendclub funktionieren kann. Ich habe aber ein bisschen auch ein Problem mit so einer Debatte, weil es einerseits nicht beachtet, dass es hat sowas von Nützlichkeitsdebatte auch, ne? Also da bin ich jetzt wahrscheinlich sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand. Ich möchte einfach, dass Menschen akzeptieren, dass Menschen Rechte haben, also hier einwandern dürfen erstens und hier Asyl bekommen können, dass das sozusagen unangetastet ist. Dieses, ich verkaufe euch jetzt mal positiv, dass ihr die Last dann doch annimmt, das unterstelle ich jetzt gar nicht, aber so kenne ich das sozusagen, dass das irgendwie so verkauft werden soll. Das finde ich auch ein bisschen problematisch. Da ist dieses Nützlichkeitsding, ne? Du kriegst ja dann mehr Geld als Bürgermeister für deine Kommune und so weiter und deine Schule wird nicht geschlossen und der Bus wird nicht eingestellt. Das kann man schon positiv sehen, aber wie gesagt, es hat auch so einen Negativ-Touch dran, aber genau in die Richtung muss man diskutieren, das ist schon richtig. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Ich unterschreibe alles, außer, also ich will nur sagen, noch, dann sage ich noch die Passage. Ich unterschreibe alles. Ich glaube nur, man muss ein bisschen aufpassen in einem Aspekt von dem, was Sie gesagt haben. Ich bin auch total dafür, dass man sozusagen diese Chancen, die sich daraus ergeben und das, wie es gut funktioniert und wie gut es funktionieren kann, herausstreichen soll und nicht in diesen Angstdiskurs fallen soll. Nur das Argument, dass Regionen, in denen auf gewachsene und kontinuierliche Art und Weise sozusagen über Jahrzehnte oder jetzt schon Migration stattfindet und die deswegen eine gewisse Buntheit haben und eine Attraktivität und so weiter und so fort, dieses Florida-Argument, dass das die boomenden Regionen sind, ist jetzt kein, heißt nicht notwendigerweise, dass man schlagartig ganz viele Menschen mit einem hohen Grad auch natürlich sozialer Probleme, wenn sie gerade aus dem Krieg kommen, ja, und sozusagen die Landessprache nicht können, hier an einen Ort X bringt, der morgen zu prosperieren beginnt. Also am Anfang ist es sozusagen natürlich teuer und kostet Geld und ist mit den Mitteln, die zur Verfügung sind, in einer flächendeckenden Austeritätspolitik in Europa schwer zu stemmen, ja, und kostet sozusagen mal zusätzlich. Ja. Und insofern sind da die Sorgen nicht ganz falsch und deswegen, aber ich würde das auch ins Positive drehen, nämlich das, ja, sondern ich würde dann tatsächlich eben sagen, wir brauchen doch ohnehin einen Kickstarter gewissermaßen für neue ökonomische Prosperität in Europa. Bevor nur ein Flüchtling gekommen ist, hat man vernünftigerweise gesagt, man bräuchte eigentlich so etwas wie ein europaweites Konjunkturprogramm, dann wäre das ja genau das, womit man es verbinden kann. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, okay, es ist ein schlechtes Aroma, wenn sozusagen jeder Bürgermeister, der 100 Flüchtlinge nimmt, dafür gleich eine Milliarde kriegt oder so irgendetwas, weil dann sozusagen nach dem Motto, dann verkauft man gewissermaßen Humanität. Nur es geht ökonomisch vernünftigerweise nicht anders. Ja? Es ist ökonomisch vollkommen unvernünftig, sozusagen in Krisenregionen sozusagen nochmal 100.000 Flüchtlinge von einem Tag auf den anderen oder 10.000 zu setzen und nicht einen ökonomischen Kickstart zu machen, weil dann hast du ein reales Problem. Ja? So, wir biegen in die Lösungsrunde ein. Möchten Sie noch einen Beitrag? Dann sehr gerne. Hier haben wir ja. Mehr aus dem sozialen
Feld kommen die sozial Schwachen und so weiter. Aber die deutsche Politik, die lässt ja immer mehr zu, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Einerseits beschweren sie sich, dass die Stimmen von der AfD vom sozialen Rand kommen, und auf anderer Seite machen sie eine Politik, die die Schere zwischen Arm und Reich immer größer werden lässt. Leute, die jetzt sozial schwach sind und keine Perspektive haben, natürlich wählen die massiv rechts. Die Frage ist jetzt an Sie beide, warum macht die deutsche Politik so etwas, dass die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen Arm und Reich? Also an einer Stelle muss ich wirklich widersprechen, und so, dass es gut ist, wenn wir die Nachfrage bekommen, weil das wäre zu einfach. Also zu sagen, wer sozial schwach ist, der wählt tendenziell rechts, nimmt die Menschen, denen es schlecht geht, nicht ernst, sorry. Weil alles, was wir in Baden-Württemberg bisher an den Wahlanalysen haben, geht es komplett durch die Gesellschaft durch, ja, von der Wählerschaft der AfD. Und es ist keineswegs so, dass jemand, der am sozialen Rand steht, automatisch rechtsnational wählt, sondern den Zusammenhang kann man so nicht eins zu eins herstellen. Was man aber kann, ist, dass ein Motiv, mit dem die AfD geworben hat, zu sagen, wir kommen in den Verteilungskampf rein, es gibt nicht so viele Ressourcen, es gibt nicht so viele Jobs, wobei das mit Jobs haben sie nicht so gemacht, aber so einfach ganz allgemein, es gibt nicht so viele Ressourcen. Und die Frage ist halt, wem steht es zu? Und dann Leute auch zum Punkt gekommen sind, jetzt wird mir da was weggenommen. Ja? Also insofern ist da ein Link da. Diese Frage würde ich aber so beantworten, was uns gelingen muss, und diese ganze Frage von sozialem Wohnungsbau, von Geld in Bildung, von Geld in Infrastrukturprogramme, von Geld in Integrationsprogramme, also alles, was jetzt auf der Agenda steht, was tatsächlich wie so ein Push in die als Konjunkturpaket ja auch noch wirkt, ja, das ist ja nicht nur zum Nutzen von Flüchtlingen, ja, oder für Flüchtlinge, sondern ich meine, wir haben seit Jahren, seit fast Jahrzehnten, zumindest in Westdeutschland, ein Problem im sozialen Wohnungsbau, ja, weil wir keine günstigen Wohnungen mehr angeboten haben. Das ist das, was mich an dieser Diskussion im Augenblick sorgt, was wir in der Bundesrepublik gerade haben, dass manche tatsächlich in den Eindruck kommen können, jetzt kommen 1 Million Flüchtlinge und auf einmal bauen wir billige Wohnungen. Da muss man wirklich gegenhalten, weil das so darf es auch nicht ankommen. Aber natürlich muss die Politik sozial gerechter sein, als sie heute ist. Sie ist es nicht. Sie ist an vielen Punkten tatsächlich sozial ungerecht. Wir haben diese extreme Schere im Auseinandergehen zwischen Einkommen und Vermögen. Wir haben extrem prekäre Situationen im unteren Einkommensbereich. Aber eine Sache wäre halt dann mal zumindest das Programm der AfD an der Stelle zu lüften, dass sie nicht im geringsten da irgendwas anbieten, ja? Sondern dass es eben tatsächlich eine Politik da an der Stelle wahrscheinlich wirklich des Marktradikalismus ist und keine Antwort gibt. Aber wir müssen mehr soziale Gerechtigkeit in die Politik reinbringen, ja. Also, das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Politik muss gerechter werden, als sie heute ist. So. Ich kann mich da eigentlich anschließen, das ist wahrscheinlich sozusagen auch die Argumentation der beiden Oppositionsparteien im Bundestag, zu sagen, jetzt ist die Zeit, also jetzt, nicht jetzt, eigentlich schon vor vielen Jahren ist die Zeit gewesen, zum Beispiel sozialen Wohnungsbau anzugehen. Im Osten, in Leipzig, in Dresden und so weiter kommt das jetzt auch an, das Problem, ne? Und wir diskutieren immer noch, dass es das wieder braucht. Das ist natürlich auch ein Ding der Landesebene, soziale Wohnraumförderung zu machen, aber hängt natürlich stark von Bundesmitteln ab. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich denke, dass der AfD-Wahlerfolg eine Spätfolge der Agenda 2010 Politik unter Rot-Grün ist, die sozusagen doch die Erosion von Solidarität, von Räumen, auch sozusagen von des Öffentlichen, ne, des öffentlichen Lebens oder der öffentlichen Infrastruktur eingeleitet hat und jetzt so ein bisschen die Quittung hat. Ich habe aber auch gesagt, das ist nur ein Erklärungsmuster und würde mich anschließen. Es gibt, glaube ich, eine komplexe Gemengelage, gerade im Osten Deutschlands sind es auch tatsächlich, denke ich, Folgen einer DDR-Sozialisation, wo sozusagen eine Autoritätsgläubigkeit oder eine Zuneigung zu autoritären Erklärungsmustern oder Führerpersönlichkeiten vielleicht noch sozusagen in manchen Köpfen steckt. Also es ist ein Konglomerat von Ursachen, wo aber die soziale Frage eine der wichtigen ist und wir müssen sie angehen, das ist vollkommen klar. Also die
Verbitterung, wenn ich die Soziologen richtig verstehe, hat nicht mit materieller Deklassierung zu tun bei den meisten, sondern ist tatsächlich eher ein Gefühl des zu kurz gekommen Seins gegenüber den Vorstellungen, die man eigentlich hatte. Und das betrifft sowohl rechte Kleinbürger als auch irgendwie im linken Spektrum Bürger, die das Gefühl haben, eigentlich hätte ich mehr erreichen müssen, als ich erreicht habe, was nicht heißt, dass die Leute nichts erreicht haben. Sie haben was erreicht. Sie spüren das nur als nagendes Defizit. Ich habe auch noch eine Sache, die will ich unbedingt anbringen. Mal sehen, ob das irgendwie hier Widerspruch auslöst. Eine Idee aus einer anderen Diskussion, wo man sagt, okay, wenn man irgendwie keine schlimmen Aufenthaltsorte, Lager im Libanon haben möchte oder auch die Türkei nicht, warum nicht temporäre Städte im Osten Deutschlands? Nee, weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht, wo ich es her habe. Darf ich nur nachfragen, was ist damit gemeint? Temporäre Städte, was, aus Containern oder was? Wie baut man die dann plötzlich schnell von heute auf morgen? Im Grunde, dass man sozusagen etwas aufbaut, in dem Menschen in der Lage sind, eine eigene Mikrowirtschaft, eine Form von Austausch, irgendwie Arbeit und so weiter aufzubauen, aber nicht mit einer, sagen, mit der Perspektive, dass das jetzt für immer ist, sondern sozusagen eine temporäre im Sinne, dass das auch Menschen sein könnten, die wieder an einen anderen Ort zurückgehen. Das ist die Idee. Da sind zwei Meldungen, aber vielleicht nur kurz reagiert. Also kann ich nur so ganz grundsätzlich reagieren. Ich weiß nicht, woher der Vorschlag kam. Ich erinnere mich auch, dass es sozusagen als Demokratieprogramm sozusagen für den Osten, mehr Flüchtlinge in den Osten vorgeschlagen wurde. Und ich dachte, das kam von einem grünen Politiker. Die Linke ist für eine, sozusagen, das ist eine sehr fundamentalistische Position, für globale Bewegungsfreiheit und Bewegungsfreiheit von Geflüchteten. Darum schließt es vollkommen aus, dass Menschen sozusagen zwangsweise irgendwo hingesetzt werden, damit irgendwas prosperieren kann oder irgendjemand lernt, wie es ist, mit Flüchtlingen umzugehen. Also insofern. Das war überhaupt nicht didaktisch, das war einfach pragmatisch, um zu sagen, wenn ihr nicht wollt, dass die Leute in Zelten im Nahen Osten sind oder in der Türkei, dann wäre das zwar keine gute Lösung, weil natürlich möchte man eine integrative Lösung, aber es wäre möglicherweise eine machbare Lösung. Okay, gut, dann kommen wir zum letzten Punkt noch, den wollte ich, ach so, Entschuldigung, zwei Meldungen, ich sehe es, hier, Sie bitte, ja. Wie kann es denn sozusagen gelingen, dass man die Menschen gegebenenfalls auch wieder mehr erreicht? Also das wäre sozusagen diese eine Frage. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, vorhin wurde ja auch das Wort Verkrustung genannt, ne? Also irgendwie die beiden, man schreit sich irgendwie nur noch an, man hört sich ja schon gar nicht mehr zu. Und dann hat man sozusagen die Politik, die unglaublich komplex erscheint und ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sagt, man muss das in einfache Sprache packen, dann denke ich wieder, okay, sind wir dann nicht wieder beim Populismus, aber das ist dann nur so meine Deutung. Also wie kann man sozusagen, können die Medien an der Stelle sozusagen ihre Verantwortung erkennen, um zwischen Politik und sozusagen Bevölkerung eher wieder den Diskurs einfach auch viel besser zu ermöglichen. Weil mein Gefühl ist, dass an dieser Stelle eben überhaupt nicht mehr ein Diskurs ist, es ist nur noch ein Anschreien, es ist nicht mehr ein Zuhören und damit ist aber diese Funktion einer Demokratie massiv gefährdet. Ja, wie soll ich sagen, ich stimme Ihnen zu und kann das jetzt auch nicht, sozusagen das Problem ist ja, dass es nicht die Medien gibt, sondern dass es unterschiedliche Medien gibt und jeder agiert auf andere Weise und konkurriert auch noch mit anderen und konkurriert um einen begrenzten Teil auf Aufmerksamkeit und manche ziehen halt ihre Schlüsse draus, die da heißen, nur mehr Konfliktberichterstattung, nur mehr wenig, es darf nicht viel sein und es darf auch nicht mehr als eine Minute, also ein Soundbite darf nicht länger als eine Minute 20 haben und das Ergebnis ist dann halt sozusagen ein, auch das ist sozusagen self-defeating, ja? Weil das produziert genau jene Medien, die sozusagen die Leute dann das Gefühl haben, ja, da kommt eh nichts Ernsthaftes raus, ja? Also selbst diejenigen, die sozusagen dann nicht Lügenpresse sagen, sagen dann halt,
ja, was interessiert mich das, ja, oder irgendwie so. Das kann man natürlich nicht, das kann man natürlich nicht oktroyieren, ja. Ich glaube auch, dass sozusagen das, ich glaube, dass das auch schwer in unserem medialen, ökonomisch-medialen System schwer veränderbar ist. Deswegen glaube ich eher, dass politische Kommunikation von Politik mit den Bürgern, also vom politischen System mit den Bürgern, zu einem gewissen Teil die mediale Vermittlung verlassen muss, ja? Und einfach sozusagen rausgehen muss und mit den Leuten reden und Townhall-Meetings machen und Veranstaltungen machen und sozusagen durch das Land fahren. Ja? Das beißt sich aber wiederum auch mit dem immer stärkeren Takt der Politik, also sozusagen den Rhythmus. Ja? Sozusagen, jeder hat 93 Termine am Tag und jeder davon darf nur 15 Minuten dauern und so weiter und so fort. Und dann sind es auch, und der Tag hat nur 36 Stunden und so. Und nicht mal Crystal Meth hilft. Ja? Also, das ist natürlich ein Problem unseres, sozusagen, und da muss man aber sozusagen in diese Richtung, ich glaube, das wäre ganz, ganz wesentlich, auch dass man das im Kopf hat und damit vielleicht auch gewisse Aufgabenteilungen übernimmt. Ja? Also sozusagen natürlich, als Finanzminister wirst du nicht nur durch die Lande reisen können, aber dann musst du vielleicht auch bestimmte Rollenverteilungen unter Politikern machen, ja? Wo die anderen sind für das zuständig. Sozusagen. Aber du kannst nicht, glaube ich, also das wäre so eine Überlegung, ja, aber was weiß ich, wenn ich darauf sozusagen eine endgültige Antwort hätte, dann wäre ich reich, das würde ich sie verkaufen. So, ich würde am Schluss noch eine kurze Frage stellen mit der Bitte um kurze Antwort. Und die Frage lautet nämlich, das ist im Grunde sozusagen die politische Weiterentwicklung dessen, was wir heute besprochen haben, wird Angela Merkel 2017 nochmal antreten? Ja. Warum denn nicht? Ich meine. Ich schließe mich an, ja. Sie hat ja, ich weiß nicht, ob der Türkei-Deal jetzt sozusagen das, wir schaffen das, ist eigentlich, ne? Da ist sie sozusagen wieder auf, hat sie wahrscheinlich ihre Obergrenzenfreunde auch wieder eingeholt. Mal schauen. Sie zögern, Frau André. Ja, ich zögere sehr, ich zögere wirklich sehr, weil, ich meine, das ist jetzt nicht ganz kurz, aber wenn ich es ein bisschen ausführen darf, geht das? Also ja, so, ich versuche es ganz ein bisschen. Bis zum Sommer hatten wir ein absolut stabiles Umfrage-Langeweile-Ergebnis, was zweieinhalb Jahre war. Die CDU war stabil bei 40%, die SPD war stabil bei 22%, ja, wir waren stabil bei 9%, die FDP war stabil aus dem Bundestag draußen, das war super. Und ihr habt uns immer konkurriert, ob 9 oder 10 so. Und auf einmal ist es erodiert. Aber granatenmäßig, das ging, so, das Ergebnis haben wir jetzt bei der Landtagswahl gehabt, es war alles anders. Insofern, ich glaube, dass die CDU im Augenblick niemanden hat, den sie ernsthaft als Kandidat, Kandidatin aufstellen kann. Ich glaube aber, dass es relevante Kräfte in der CDU gibt, die daran arbeiten, eine Alternative zu haben. Ein Tweet von dem Ex-Minister Friedrich, der da heißt, die Merkel-Fraktion könne ja zur SPD wechseln oder austreten oder sonst irgendwas, ja, spricht nicht gerade dafür, dass man sich gerade unheimlich gerne hat. Also insofern würde ich im Augenblick keine Wette darauf abgeben, wer Kanzlerkandidat der CDU 2017 wird oder Kandidatin. Die CSU überlegt, als Bundespartei anzutreten, ja. Das ist auch eine interessante Variante in dem Ganzen. Alles offen. Ich wollte nur eine kurze Nachfrage. Die These ist ja auch Schwarz-Grün nur ohne Merkel. Das würde ja dem allem widersprechen, was wir bisher gedacht haben. Wir dachten, Merkel ist jetzt so grün geworden, die geht jetzt so nach links, jetzt läuft das alles so super, gibt aber keine Mehrheit mehr dafür, weil natürlich ganz viele Leute in der CDU finden, dass Merkel viel zu grün ist. Jetzt ja. Also die These, wenn schwarz-grün, dann nur mit Volker Bouffier oder jemandem, der so richtig noch ein Hardliner ist. Also auch hier, 2017 ist lang hin und im Augenblick haben wir keine Mehrheit für schwarz-grün, ja. Aber das ein Kern an dieser Ansage ist, wenn
die CDU sich wieder stärken will, ja, dann muss sie wieder mehr den rechten Rand abdecken. Das wiederum macht es aber schwieriger, um mit den Grünen zusammenzugehen. Und insofern glaube ich, werden wir 2017, also eine große Koalition kriegen wir auch nicht, ja, weil dafür reicht es auch nicht mehr, zumindest nach jetzigen Umfragen, kann sich ja auch alles wieder ändern. Die ist ja auch nicht mehr groß. Wir werden absehbar damit leben, dass mehr Parteien in den Parlamenten sind, dass wir drei Parteienkoalitionen haben werden. Dass, ich will nicht, dass wir österreichische Verhältnisse haben, ja, mit ÖVP und wie heißt die andere bei euch? Ja, genau. Ja? Nee, wer koaliert? ÖVP und SPÖ. SPÖ, genau. Also, dass das so ein Dauerzustand der großen Koalition wird, das wollen wir nur auch nicht. Aber es ist wirklich alles offen. Ich kann im Augenblick keine Option oder keine Perspektive da ernsthaft formulieren oder seriös. Geht nicht. Okay. Meine Damen und Herren, die Zeit ist abgelaufen. Das war das Taz-Gespräch in Leipzig. Ich darf Ihnen noch sagen, dass wir diese Diskussion am 2. April in Berlin fortsetzen werden, beim Taz-Lab im Haus der Kulturen der Welt. Kommen immer einige tausend Leute, Sie sind herzlich eingeladen. Ich sage vielen Dank an die Menschen, die diese Veranstaltung heute Abend möglich gemacht haben im Taz-Verlag und auch hier im neuen Schauspiel. Ich sage Ihnen Dankeschön, dass Sie da waren und einen ganz großen Dank sage ich an Kerstin André, Jule Nagel und Robert Miesig. Herzlichen Dank, vielen Dank und bis bald. Applaus